Die Stiefmutter ist so fies. Sie macht sich sogar über Cinderellas ruiniertes Kleid lustig. In einer Version des Märchens mischt sie zwei Sorten Getreide und lässt Cinderella sie sortieren. Sie ist so ein Biest. Also, ich hätte da nicht mitgemacht. Und was hättest du mit den Körnern gemacht? Darüber muss ich nachdenken. Auf jeden Fall etwas Cooles. Schwer, dich in Verlegenheit zu bringen. Aber weißt du was? Ich habe eine tolle Idee. Ach ja? Hat es etwas mit Körnern zu tun? Nein, es wird um viele verschiedene bunte Knöpfe gehen. Los geht's. Heiliger Bimbam, den Film schauen wir später weiter. Jetzt wird gewalzt. Susi, keine Zeit zum Faulenzen. Los, komm in die Gänge. Genau, wir sind ja schließlich nicht zum Spaß hier. Oder, Leute? Ihr seid auch schon da. Na dann mal los. Eine fliegende Leinwand. Ja, heute benutzen wir sie für eine Knopfcollage. Aha. In dem Fall werden wir die Mischpalette wohl nicht brauchen. Mein Fehler. Freunde, habt ihr je eine Bastelei aus Knöpfen gesehen? Egal. Wenn euch die Idee gefällt, gebt uns einen Daumen. Geh doch mal aus der Sicht. Oh, entschuldige. Wir erschaffen die zauberhafte Cinderella aus dem Disney-Animationsfilm. Und zwar in ihrem hübschen blauen Kleid. Das ist das Glück. Nun, dass ihr Kleid eigentlich silber und weiß war. Ein häufiger Irrtum. Oh, da habe ich wohl ihre Kleider verwechselt. Du liegst ja nicht falsch. Cinderella in Disneyland trägt ein blaues Kleid. Disneyland-Filme? Jetzt bin ich endgültig verwirrt. Viele Cinderella-Kostüme für Kinder sind auch blau. Na, wie gut, dass wir so viele blaue Knöpfe haben. Und wir werden verschiedene Blautöne verwenden. Sieh her. Ich weiß gar nicht, welcher das schönste ist. Wo fange ich an? Susi, bitte hilf mir. Keine Sorge, mache ich. Beginnen wir mit den gelben. Wir tragen vorsichtig alles Kleber auf und kleben den Knopf auf die Leinwand. Das ist wie mein. Ups, da habe ich wohl was vergessen. So können wir besser die Farbtöne unterscheiden. Hopp. Und du kannst auch deinen Look mit Knöpfen aufpeppen. Seht euch mal meine Frisur an. Was für eine Perücke. Cinderella hatte eine perfekte Prinzessinfigur. Aber Cinderella war bei dem Ball ja noch gar keine Prinzessin. Was sagst du dazu? Hm, du hast recht. Sie war auch die erste nicht-königliche Disney-Prinzessin. Susi, darf ich einen ganz besonderen Knopf anbringen? Ich verspreche, das wird hübsch. Da brauchst du doch nicht fragen. Danke. Okay, wohin mit dir? Oh, das ist der perfekte Platz. Wir sollten noch mehr einzigartige Knöpfe verwenden. Ganz deiner Meinung. Verziehen wir ihre Haare damit. So, das hätten wir. Und welche Farbe nehmen wir für das Stirnband? Am besten wir mischen, wie mit Tuschfarben. Na fein, ich versuche es mal mit einer neuen Methode. Ich schüttle sie einfach in die Umrandung. So. Das sieht... Hey, wer bewegt mich hier mit Knöpfen? Wie eine Massage, nicht schlecht. Und die Haare unserer Prinzessin sind fertig. Ist sie glücklich oder enttäuscht? Kann ich nicht sagen. Weil wir ihre Gesichtszüge noch nicht gestaltet haben. Na dann ran an den Speck. Bleibt dran, Freunde. Leute, ihr kommt genau richtig. Wir haben gerade mit dem Gesicht angefangen. Wie guckt sie denn? Überrascht vielleicht? Oder legt sie die Stirn in Falten? Ich glaube kaum, dass Cinderella die Stirn krausziehen kann. Wie du, Susi. Ihr habt viel gemeinsam, du und die Prinzessin. Wirklich? Du Schmeichler. Freunde, seht ihr das genauso? Juhu! Wenn ja, dann gebt uns ganz viele Daumen. Derweil arbeiten wir an ihren wunderschönen Augen. Und sie hat lange Wimpern. Wie meine, nur eben natürliche. Upsi. Sam hat recht. Für den Augapfel, die Iris, die Pupille und die Wimpern habe ich verschiedene Farben gemischt. Hopp! Bei dem anderen Auge machen wir das genauso. Susi, ich frage mich schon immer, welche Schuhgröße Cinderella wohl hat. Eine 37. Und das wurde auch in einem der Filme erwähnt. Nein, Susi, du kannst keine moderne Cinderella sein. Tja, manche Dinge wie die Schuhgröße ändern sich halt nicht. Aber wir können die Größe der Knöpfe variieren. Nimm den hier. Klasse, den nehme ich für die Iris. Wow, das passt perfekt. Und nicht die Lippen vergessen, denn ohne würde Cinderella ja keinen Kuss kriegen können. Schon klar. Und wie kommt sie zu ihrem perfekten Lächeln? Sie benutzt einfach guten Lippenstift. Und was ist mit ihren Zähnen? Sie sind so weiß. Sie putzt sie halt besonders gut. Mindestens 2 Minuten lang, Freunde. Nur ein paar Knöpfe. Hier und dort. Und fertig. Oh, sie ist ganz schön blass. Kannst du da nicht etwas machen? Ich denke, ein paar Knöpfe in beige könnten helfen. Siehst du?
Klasse! Jetzt ist Ihr Gesicht perfekt, oder? Als nächstes ist Ihr Halsband an der Reihe. Dann brauchen wir wohl viele schwarze Knöpfe. Haben wir genug? Ups, das sieht ja mager aus. Was machen wir denn da? Keine Sorge, dann nehmen wir halt blaue. Klasse Idee. Freunde, macht euch keine Gedanken, wenn es mal nicht nach Plan läuft. Einfach improvisieren. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Schicke Klamotte, Sammy. Ihr könnt eure Sachen auch mit Knöpfen aufpeppen, Freunde. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr weitere Basteleien mit Knöpfen sehen wollt. Sam, du weißt doch so viel über Mode. Ist dein Halsband nicht eher ein modernes Accessoire? Genau genommen wurde es in vielen Äras getragen. Vor allem Mitte des 18. Jahrhunderts. Interessant. Dann ist Cinderella vermutlich auch sehr modebewusst. Und die gute Fee. Immerhin hat sie ihre Outfits entworfen. Oh, wenn sie uns nur auch mit dem Kleid helfen könnte. Warte kurz, Susi. Ich weiß nicht, wo wir eine gute Fee herbekommen, aber ich kann deine persönliche Schlauschleimfee sein. Das wäre toll. Bitte hilf mir, Schlauschleimfee. Ich muss nur ein bisschen üben. Freunde, wartet einen Moment und bleibt dran. Okay, Schlauschleimfee. Was machen wir als nächstes? Was für eine Frage, Schätzchen. Wir machen eher traumhafte Puffärmel. Alles klar. Dann beginne ich mit dem schmalsten Teil. Und dann machst du ihr den Ärmel so groß wie möglich. Okay, da steigert sich jemand zu sehr rein. Aber ich kann den Wunsch der Fee natürlich erfüllen. Danke, Susi. Und ich ziehe mich um. In dem Fummel ist es echt zu heiß. Freunde, vergesst nicht, mit uns mitzubasteln und eure eigene Collage zu kreieren. Oder werdet kreativ und macht etwas Eigenes. Jedenfalls macht Basteln unheimlich viel Spaß. Susi, sieh mal. Ich habe noch mal einzigartige Knöpfe gefunden. Schau. Wow, der ist ja obercool. Findet ihr nicht, Freunde? Der kommt hierhin. Großartig. Tschüss, Knöpfe. Sorry, aber für euch ist kein Platz mehr. Ach was, das stimmt doch gar nicht. Hier ist für jeden Platz. Juhu, bald habt ihr ein neues Zuhause. Was ist eigentlich mit meiner Schlauschleimfee geworden? Ich könnte etwas Magie gebrauchen. Ich spüre schon die Energie. Sieht echt toll aus. Moment, was ist damit? Hä? Was werden wir noch mal vergessen haben? Nee, alles in Ordnung. Und das war's. Dann kann sie endlich zum Ball gehen. Noch nicht. Der Hintergrund fehlt noch. Welche Farbe soll er kriegen? Vielleicht ein schönes Gelb? Aber das geht wegen ihrer Haare nicht. Was sonst? Na dann rot. Sehr wagemutig. Oh nein, das passt gar nicht zu Cinderella. Okay, dann eben nochmal blau. Blau geht immer. Genau. Und es sieht wie ein Teil ihres Kleides aus. Freunde, wir sind auf der Zielgeraden. Sparen wir uns etwas Energie und legen einen Zahn zu. Heiliger Bim-Bam, das sieht grandios aus. Und alle Knöpfe haben einen Platz gefunden. Es ist nur noch einer übrig. Bei einem Stern kann man sich etwas wünschen, oder? Und da ist er. Endlich können wir das Ergebnis bewundern. Oh, du bist eine tolle Tänzerin, Prinzessin. Susi! Du hast deinen Schuh verloren. Vielleicht verwandle ich mich noch ganz in Cinderella. Und ich muss dann durchs Haus rennen und dich jagen. Hey, kleiner Griesgram. Hier möchte dich jemand kennenlernen. Entschuldigen Sie die Aufregung, Eure Hoheit. Darf ich um den nächsten Tanz bitten? Das wird eine königliche Tanzparty. Abonniert unseren Kanal, Freunde. Tschüss! Warte, Susi. Bis bald, Freunde. Gib uns einen Daumen für diese Bastelei. Verlier nicht deine Schuhe, Susi.